herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So, letztes Mal hatte ich einen Unfall, der Harvester hier hat sich überschlagen mehrfach und keine Ahnung. Der Sepp, mit dem hatte ich telefoniert. Nach dem Überschlag bin ich bewusstlos. So, das stehen wir jetzt und weiter geht's. Also Design, warte. Mit Tools. Mhm. Anhängerkupplung Standard. Ja. Motorausführung 5,7 Liter Hemi V8. Ja. Und Reifenvariante 2009 RAM Aluminium. Also. Herr Varuna? Hilfe. Herr Varuna? Hilfe. Ja. Hallo? Hallo? Hilfe. Hallo? Was ist passiert? Hallo? Hilfe. Hallo? Ach. Oh, kacke Notruf, Alter. Hallo, der Volker Varuna ist hier umgekippt. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Bitte kommen Sie. Marlon? Wir gehen. Hallo. Varuna. Der Varuna ist gerade umgekippt. Ich weiß nicht. Varuna, ja, ich bin gerade hier bei ihm. Hans-Peter? Ja. Varuna. Sind Sie da? Bei ihm? Jetzt noch. Hallo. Was? Ach jo, was ist passiert? Du bist mal schnell anrufen. Was ist passiert? Mein Bein. Ihr Bein? Ja. Was haben Sie gemacht? Ich weiß nicht. Ach. Thema, was zu trinken? Boah. Ich bin leider nicht bei Ihnen. Hallo. Peter! Ja, ich würde gerne hier hinten diesen LKW verkaufen. Mhm. Hallo. Hallo. Da ist jemand. Hallo. Hallo, mein. Au. Mein Bein. Hofer. Hofer. Ah, Scheiße. Hofer. Hallo? Hofer. Ja. Hast du ein Wasser? Ja, ich hole schnell beim Sepp. Sepp! Sepp, hol mir Wasser. Ja, da ist mein Traktor ein bisschen warm. Ja. Da schau ich Wasser. Ja, kipp's über meinen Kopf. Hat schon irgendwann die Rettung gerufen? Hast du die Rettung gerufen? Also ich weiß nicht, der Sepp, der Hans-Peter, den hatte ich am Telefon. Geht's noch? Ja, mein Bein tut weh. Ich schau mal, ruf kurz mal den Hans-Peter. Ja, und den Knoll vielleicht. Den Knoll. Hier will einfach niemand kommen. Ruf den Knoll, seine Maschine, die ist ein bisschen, glaube ich, kaputt. Knoll, wo ist der Knoll? Oh Gott. Aber ich glaube, ich habe nur das Knie an den Dingern angehauen, ey. Am Monitor von. Oh. Oh. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich bin da oben. Hallo? Corona. Ja. Varuna. Ja. Wir sind auf dem Weg. Okay, können Sie mal die Türe aufmachen und mir raushelfen? Ja. Ich glaube, das ist nur eine üble Prellung am Knie. Soll ich Ihnen helfen? Ja, auf der linken Seite ist, glaube ich, am besten. Ja, schau mal rüber. So, Achtung. So. Achtung. Es klemmt ein bisschen. Ja, Sie müssen mich ein bisschen offen stützen auch. Da kommst du jetzt raus. Ja.
Oh, mein Knie tut sakrisch weh. Aua. Ja. Machen Sie den Harvester nicht aus, gell? Den nicht ausmachen. Warum nicht? Ja, weil es dann bleibt hier wieder so ein Baum liegen. Ach so, ja, stimmt. Oh, ich brauche was zu trinken. Ja, ich hol schnell vom Säckchen. Ich hab noch das bisschen Wasser. Ach so. Da vorne ist ein Brunnen. Wow. Uff. Ich glaube, das war ein kleiner Schock hier, hey. Aber ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich hab den Baum davon geschnitten. Au. Können Sie mich nochmal stützen? Mein Arm tut weh. Der Knoll ist auf dem Weg, sehen Sie ihn? Oh Gott. Bleiben Sie mal schön vor mir stehen, ja? Ich habe ein bisschen Angst. Weißt du, der teure Ponse. Hallo, Knoll. Ja. Hallo. Was ist passiert? Ja, der Baruna ist umgekippt. Ach, ich weiß auch nicht. Also, mein Bein tut so weh, das linke. Geht's Ihnen gut? Ja, es geht so. Wenn Sie mir nicht so nahe kommen, dann geht's mir, glaube ich, besser. Ich habe ein bisschen so. Hauptsache Ihnen geht's gut. Wollen Sie ins Krankenhaus oder nicht? Na, das Bein, das zieht noch ein bisschen. Ich glaube, wenn ich so 5 Minuten Pause mache, dann passt's wieder. Okay. Aber ich muss Ihnen kurz was sagen. Ich weiß wirklich nicht, wie es passiert ist. Wie steht es in den falschen Knopf gekommen, weil... Warte, ich probiere mal was. Ich hoffe, ich bringe mir jetzt nichts. Und warum steht hier das Auto mit drin? Ja, das war zur Absperrung da. Ach so. Aber ich habe den Baum da hinten geschnitten. Ganz da hinten. Hier irgendwo. Ja, das ist schlecht. Und ich bin dann hier gestanden. Also hier an der Einfahrt. Ja. Ich muss ganz schön lang bewusstlos gewesen sein. Ich glaube, dass der Ponse irgendeinen Fluch hat. Als erstes klemmt sich der Harry hier ein. Ja, das dann töten sie sich fast. Achtung. Ja, pass auf. Ich muss mal schnell zum Marlon. Ich muss mal schnell hinter den nächsten Baum. So, wo ist der? Wenn der hier auskommt, hilft ihm kein Baum, glaube ich. Ja, es war ja. Aber ihnen geht's gut soweit. Ja, das Bein zieht noch ein bisschen, aber das wird morgen hoffentlich besser sein. Passen Sie auf, nicht dass Sie auch hier verunglücken. Ja, ja. So, jetzt hören Sie, glaube ich, rückwärts. Sachte. Ich glaube, der Baum schlägt gleich um. So ein Scorpion King, der ist eh nicht leicht zu bedienen. Na, der hat so viele Knöpfe. Ja. Geht er noch? Aber kaputt ist er nicht, also... Na, dann bin ich aber froh, ey. So viel Geld hatte ich noch nicht auf dem Spardose. In der Spardose. Oh. Wollen Sie jetzt schon mal eine Voranzahlung machen, wie viele Bäume Sie gefällt haben? Scheiße. Das ist falsch eingestellt. Ich wollte gerade sagen. Ups. Muss ich gleich nochmal zählen. Okay. Dann kriegen Sie schon mal die erste Zahlung. Ruhen Sie sich ein bisschen aus und wenn Sie sich wieder fit fühlen, oder machen nee, Sie weiter. Wenn ich Sie nicht... glaube, logischerweise warten wir noch ein bisschen, weil dann kann ich besser durchzählen. Okay. Aber ich warte trotzdem hier mal kurz auf den DHL-Boten, weil ich hatte mir eine Kettensäge noch bestellt. Okay. Ja, der Hans-Peter hat gesagt, ich darf mir eine bestellen. Hans-Peter? Okay. Der vom Land hat, vom Händler. Ja. So, ich hoffe mal. Vielleicht bringt er der Reinhard die mit. Hallo, Herr Reinhard. Hallo, ich habe gehört, hier gab es einen Unfall. Ja, das hat sich schlimmer angehört, wie es war. Ja, was ist passiert, muss alles gemeldet werden, wegen Versicherung.
Der Scorpion King, der hat irgendwie durchgedreht. Der hatte irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun. Und dann. Hm? Passen Sie auf. Mir ist so ein Teil auch schon mal ein bisschen vorne. Der Arm ist bei mir so ein bisschen da so durch die Gegend geflogen. Ja, so war es bei mir auch. Und dann hatte ich keine Erinnerung mehr. Dann bin ich 20 Meter weiter, bin ich wieder aufgewacht. Hallo. Hallo. Geht's Ihnen gut? Haben Sie Kopfschmerzen? Nee, nur am linken Knie tut's noch ein bisschen weh. Aber das geht dann schon wieder. Müssen wir Sie ins Krankenhaus fahren? Nee. Das kostet ja Geld. Mal, ich hab was. Ich hab was im Auto. Haben Sie meine Kettensäge dabei? Die hatte ich per DHL bestellt. Ich bin nicht der Postbote, aber trotzdem. Ich hab auch. So, da. Ja, hinten vielleicht in der Kiste drin. Könnte es nicht sein. Drücken. Warten Sie. Wo sind denn Sie jetzt abgehauen? Na, bei Ihrem Auto. Ich wollte wissen, ob die in der Kiste da hinten meine Kettensäge drin ist. Ja. Ist sie drin? Warten Sie mal. Ich guck mal nochmal. Vielleicht hat da irgendeiner. Ei, ja, da ist er. McMulloch. Das müsste meine sein. Okay. Moment, ich teste mal gerade, ob die geht. Okay, die geht. Gut, perfekt. Und das zweite, was ich Ihnen geben wollte, ich hatte hier noch so ein Kühlpad, was man, wenn Sie es gegen Baum zum Beispiel schmeißen, was dann kühlt, bitte sehr. Was dann kühlt, wenn man es gegen Baum schmeißt? Das ist sehr praktisch. Ja, das. Ja. Kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Danke. Bitte. Gut, tschüss. Tschüss. Aber ich muss hier sowieso noch hier mit dem Bauer Sepp. Der will irgendwie Ersatz für Ernteausfall. Huh. Weil wegen dem Regen. Also gucken Sie aber, dass Sie das Auto weit auf die Seite stellen. Ich muss hier mit dem Scorpion King weiterarbeiten. Ich stelle da hinten ins Silo. Ach so. Boah, was ein Schock heute, ey. So, aber das Wichtigste ist. Oh, schon wieder? Was ist denn hier los? Irgendwie. Hat er hier leichte Elektronikprobleme, glaube ich. Dieses Teil. Hä? Der fährt los, ohne dass ich was mache. Hallo. Hallo, Herr Varuna. Hallo, Herr Razex. Soll ich Ihnen... Wir hatten ja... Eigentlich waren wir ja bei Perduge. Ja. Der Jürgen. Ja, genau. Soll ich dir dein Auto hochbringen? Ach, das wäre optimal. Ich bin gerade beim Händen und habe so oder so kein Fahrzeug dabei. Das könnte ich dir hochbringen. Das wäre super, weil ich eh nichts zu tun. Bin ja hier noch eine Weile beim Sepp Hans beschäftigt. Glaube ich. Zumindest bis um 10 oder so. Ja, dann bringe ich dir das hoch, okay? Danke. So, perfekt. So, ich weiß gar nicht, was ich hier pro Baum verdienen werde. Jürgen, bist du im CB-Funk? Ja, anscheinend nicht. Nee, stecke ich jetzt hier fest? Denn manchmal ist der Ponze, glaube ich, wie heißt es denn? Mit den Ketten ein bisschen besser von der Traktion her. So, wieder
schön auf die Seite ablegen. So, läuft alles. Ich weiß nicht, irgendwie. Herr Razex, Sie haben mich schon wieder angerufen. Also ich glaube, das Telefonnetz muss dringend ausgebaut werden. Klingelingeling, klingelingeling, klingelingeling. Hallo? Ich glaube, ich muss mein Handy mal neu starten. So, Moment. Kann man Android wieder hochfahren? Irgendwie haben wir wirklich hier Handynetzprobleme. So. Also ich weiß nicht, was mit dem Handynetz los ist. Aber das hat sich schon den ganzen Tag abgezeichnet, dass es irgendwie Probleme macht. So, ich fahre nochmal. Ja, einen hole ich mir noch, einen Baum. Dann mache ich, glaube ich, erstmal mittags Frühstückspause. Können Sie mich hören? Hallo? Ah ja, gut. Ah, jetzt habe ich wieder Verbindung. Also ich muss sagen, das Handynetz ist wirklich katastrophal. Das stimmt. Also wenn der Bürgermeister da mal nicht bald nachbessert, dann gibt es Probleme. Ja, mach ich. Also, deswegen habe ich Sie jetzt eigentlich angerufen. Das weiß ich leider auch nicht. Oh, Sie sind ja der Bürgermeister. Tut mir leid, ich dachte, es wäre jemand anders am Telefon. Ach so. Aber erzählen Sie es niemandem weiter. Was denn? Wegen dem Führerschein. Ja. So. Ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder. Quatsch, das wollte ich nicht. Jetzt weiß ich. Warten Sie einen Moment. Ach so, sind Sie mit dem Traktor beim Herr Bauer Sepp? Moment, ich habe gerade ein Telefonat. Sind Sie beim Bauer Sepp in Feld 42 gefahren, ne? Nein, ich bin die ganze Zeit im Ponze. Okay, Herr Razex? Die Bäume klein machen. Okay, ich musste mich anzeigen. Was war denn das für ein Traktor? Was hat denn der? Das kann man leider nicht sehen. Man sieht nur, dass es halt Breitreifen war oder Standardreifen waren. Okay. Nee, aber hier war vorhin einer mit einer Feldspritze. Lol. Volker. Genau. Also. Dein Auto steht da, ne? Wo? Okay, danke für den Hinweis. Ich kümmere mich drum. Jo, bitte. Tschüss. Achtung, Jürgen, pass auf. Ich geh auf Seite. Herr Razex, haben Sie Zeit?
wegen der Parzelle bei Feld. Ich komme jetzt gleich einfach runter. Ja, das könnt ihr vielleicht auch nach der Frühstückspause klären. Ja, ich frühstück jetzt noch mit dem Volker und dann komme ich. Das wäre nett. Gut. Und also, den moderiere ich ab. Jo. Gerne für uns beide. Ja. Du. Ich moderiere an. Du moderierst ab, okay? So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne auch bei dem Dark Racex, Jürgen Racex vorbei. Unten in der Kanalbeschreibung. Bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.